Schönen guten Tag, liebe PlayStation-Freunde, und willkommen zur Vorstellung der PlayStation Plus-Titel im August 2017 für die PlayStation 4. Das Ganze wieder für PlayStation Experience, das PlayStation 4-Magazin, und wir fangen an mit einem kleinen Indie-Titel, bei dem ich absolut keine Ahnung habe, was uns jetzt hier erwartet. Das Ganze nennt sich Downwell. Ich habe absolut null Schimmer, was jetzt hier auf uns zukommt. Wir werden auch direkt ins Spiel geschmissen. Wir haben zwar nochmal so ein kurzes Startmenü, aber sobald man da irgendwas drückt, landet man hier. Und ich habe keine Ahnung, was das soll. Aber wir gucken jetzt einfach mal, was das hier wird. Ah, okay. Au, darf ich wohl nicht berühren? Ich würde fast mal vermuten, dass es unser Job ist, hier heil den Brunnen runterzukommen. Und... Ah! Scheiße, das habe ich festgehangen. Ich kriege keine Herzen zurück. Die roten darf ich wahrscheinlich... Autsch. Oh, geschafft. Okay. Trophäe erhalten, die Uhr tickt. Schießpulverblöcke. Blöcke verschießen Kugeln, wenn sie zerstört werden. Okay. Ich meine, eigentlich mag ich ja so diese Spiele mit diesem, ich nenne es mal, Uralt-Look. Aber das hier sieht mir dann tatsächlich so aus. Was ist das denn? Ah, okay. Batterie, eine Aufladung. Alles klar. Es gibt sogar einen Laden. Die roten darf ich ja gar nicht berühren. Ah, scheiße. Oh, ich glaube, ich bin tot. Game over. Okay. Über die Stilauswahl kann man verschiedene optische Stile, denke ich mal, sich freischalten. Da habe ich jetzt noch nichts freigeschalten. Keine Ahnung, was das ist. Lande ich jetzt nochmal komplett am Anfang? Ja. Ah ja, das ist also so ein Ding... Boah, schon wieder nicht aufgepasst. Ist so ein Ding, wo man... Uah, scheiße. Ah! Scheiße, wie soll ich denn da runterkommen? Kann ich jetzt irgendwie... Ich kann nichts weiter drücken. Da ist was. Hallo? Ach, irgendwie jetzt auf einmal. Okay. Ah, ja, aber ja. Und jetzt? Kann ich das irgendwie schieben oder? Ich kann hier ja nichts einsammeln oder so. Ah! Sogar nach unten schießen. Ah, okay. Interessant. Ich habe halt aber nur 8 Schuss. Und danach ist dann, was ist das? Schrott. Und eine Leiter. Okay. Ist so ein typisches Geschicklichkeitsdingensbummens. Die mich schon länger kennen, wissen ja, das ist nicht so meins. Mit solchen Geschicklichkeitsspielen. Da habe ich irgendwie nicht so das Zeug zu. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier durchhalten soll oder wie lange ich das hier durchhalte. Und schon hat es mich zerfetzt. Uiuiui, wir sind jetzt noch nicht mal 5 Minuten bei und ich merke schon, das ist gar nichts für mich. Wir versuchen es mal noch einmal. So wie es aussieht, sind das auch prozedural erstellte Level. Das heißt,
Die werden jedes Mal zufällig neu generiert. Okay, ist natürlich dann jedes Mal eine neue Herausforderung. Macht's jetzt auch nicht unbedingt einfacher. Und für mich, ehrlich gesagt, auch nicht unbedingt attraktiver. Scheiße, da komme ich nicht mehr hoch. Noppi. Was ist ein Noppi? Keine Ahnung, was Noppi ist. Oh Gott. Na, das ist ja mal gar nicht meins, muss ich gestehen. Also, wer so Geschicklichkeitskram mag, okay. Aber nicht für mich. Aber man sammelt trotzdem immer weiter. Okay, also man fängt nicht komplett von vorne an, sondern man sammelt im Grunde immer weiter, bis man die 1000 Punkte hat und dann keine Ahnung, was dann passiert. Aber das versuchen wir einfach mal fertig zu kriegen hier. Keine Ahnung, ob wir das schaffen und vor allen Dingen habe ich keine Ahnung. Huh. Dreifach. Ach so, das ist Dreifachschuss. Ah, scheiße. Also man kriegt hier bestimmt ein Gefühl für. Aber ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich da irgendwie ein Talent für habe, ein Gefühl dafür zu entwickeln. Boah. Also ist jetzt schon so ein bisschen. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier tue die ganze Zeit. Das ist der Shop. Nee, da kaufen wir jetzt nichts. Hart verdiente Kohle. Gehen wir nicht auf. Aber wir haben es schon mal ein bisschen weiter geschafft als vorher. Als bei den ersten drei Anläufen. Oder wie viel waren das? Drei, glaube ich, ne? Schrott. Ach, scheiße, jetzt konnte ich da nicht richtig rausspringen. Ja. Okay, wir haben den nächsten Bereich geschafft. 420. Haben wir jetzt 1000? Müssen wir ja. Und irgendwie irgendwas bei der 400 hatten wir ja schon. Das wird jetzt wahrscheinlich dann wahrscheinlich eher gleich dem Tod entgegengehen. Und damit lag ich gar nicht mal so falsch. Ja, komm, wir wollen die 1000 vollkriegen. Und dann dürfte eigentlich auch fast klar sein, wie das Spiel funktioniert. Okay, wie der Sinn des Spiels ist, das ist jetzt wieder eine andere Frage. Mir erschließt sich das Ziel des Spiels zumindest noch nicht so ganz. Also ob das hier irgendwie eine Story hat oder so, kann ich jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen. Okay, noch eine Tür. Oh, ein Herzchen. Dreifach. Oh, wir haben das Level geschafft und das ohne einen Treffer zu kassieren. Sehr schön. Sicherer Abstieg. Okay, gab direkt erstmal eine Trophy. Ah, ich glaube, es war, ja, jetzt habe ich den ersten Treffer abgekriegt.
Steinrausch. Was auch immer mir das sagen soll. Boah. Ich meine, Downwell sagt schon so einiges als Titel. Ist wahrscheinlich irgendein Brunnen, in den wir hier reingefallen sind. Ich glaube sogar, im Startbild gab es einen Brunnen, neben dem wir gestartet sind. Und ich glaube, der dürfte das dann auch sein. Oh, ich werde verfolgt. Uah. Ich werde hier sogar ziemlich hartnäckig verfolgt, merke ich gerade. Oh, noch ein Herz. Laser. Was auch immer dieser Laser macht. Der Laser schießt. Irgendwas hat mich gerade getroffen. Ah, Mist. Ey. Ich werde hier ganz hart verfolgt gerade. Tschüss, ihr Frösche. Okay. Lange machen wir hier nicht mehr. So lange werde ich das wahrscheinlich auch nicht mehr durchhalten hier. Nicht so, und schon habe ich den vorletzten Treffer kassiert. Ja, und da hat es mich dann zerfetzt. Okay. Palette freigeschaltet. Matcher. Was für eine Palette? Stil? Nee, kein Stil. Nee, ich wollte jetzt eigentlich nicht nochmal. Wir starten nämlich wieder direkt in Höhle 1. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt es ja gesehen, was das für ein Spiel ist. Hat was. Ist nicht so meins, aber hat was, muss ich schon gestehen. Und ist eigentlich so ein typisches Chaos-Spiel für Geschicklichkeitsfanatiker. So würde ich es jetzt mal bezeichnen. Wie gesagt, für mich jetzt vielleicht nicht unbedingt was, aber für die, die gerne so Herausforderungen suchen und da dann auch auf Geschicklichkeit stehen in dem Zusammenhang, sicherlich mal einen Blick wert, aber so für den Durchschnittsspieler, sage ich mal, ist das vielleicht jetzt nicht so das Wahre. Aber das soll es jetzt hier mit dieser ersten oberflächlichen Bewertung gewesen sein. Ich will euch weder abraten, noch kann ich euch uneingeschränkt empfehlen, euch das Spiel mal anzugucken. Ist so ein typisches Ding, wo ich mich ein bisschen zurückhalte und sage, guckt es euch halt selber an, nicht? Und damit war es das hier mit dieser ersten Folge. Gleich geht's weiter mit der zweiten. Zweite Anmerkung oder eine Anmerkung noch. Es gibt 4 PlayStation 4 Spiele diesen Monat. Eines hatten wir aber letzten Monat schon. Und zwar ist das dieses LinkedIn-Spiel. This is You oder That's You. So hieß das, glaube ich. Da verlinke ich euch das Video entsprechend nochmal unten in der Beschreibung von den diesmonatigen Videos. Da wir das letzten Monat schon mal hatten, mache ich jetzt nicht nochmal ein neues Video zu dem Spiel. Einfach mal reingucken und damit war es das für jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis gleich. Ich verabscheue mich.